Sie können in Wabi Profi 3 in der Kasse natürlich auch einen Warengruppenverkauf machen, einen fliegenden Verkauf. Hierzu gibt es auch eine Systemeinstellung, die wir uns gleich ansehen werden. Nur ganz kurz, wenn Sie jetzt nicht genau wissen, was ich jetzt hier von Ihnen will oder was ich meine, in der Touchscreen-Kasse haben Sie hier die Warengruppen-Buttons, ja, durch die Sie durchblättern können, je nachdem wie viele Warengruppen das Sie haben. Sie können nun auch einen fliegenden Verkauf machen, das heißt einen sogenannten Verkauf auf die Warengruppe Damenhosen als Beispiel. Warum? Kann verschiedene Gründe haben, Sie wollen nicht, Sie können nicht, wie auch immer. Oder Sie haben Lieferungen vor sich stehen, der Kunde sagt, hey, ich würde den Artikel gern haben. So, und jetzt können Sie nicht sagen, komm in 3 Stunden wieder, wenn ich fertig bin, mit eingeben, sondern dann sagen Sie, okay, nimm den Artikel, der kostet 100 Euro und dann gehen Sie her und buchen das auf die Warengruppe. Das geht. Somit haben Sie den Umsatz finanztechnisch sauber verbucht, Sie können sich nichts nachsagen lassen, alles ist gut. Es gibt natürlich auch einige, die sagen, ich verkaufe immer so individuelle Sachen, ich mache Gestecke oder Gärtnereien vielleicht, keine Ahnung, die so ganz individuelle Dinge mal schnell anfertigen müssen, weil der Kunde da steht und sagt, ich will einen gelb, lila, blassblauen Blumenstrauß für 15 Euro. So. Somit können Sie nicht alles genau einpflegen. Das sind solche variablen Artikel, da kann es vielleicht Sinn machen, dass man Warengruppenverkauf macht. Ich persönlich würde hergeben, ich würde einen Artikel anlegen, der sich auf die Warengruppe bezieht, der keinen Preis hinterlegt hat und dass Sie dann bei einem Verkauf den Preis manuell eingeben. Aber egal, Sie haben die Möglichkeit, auch Warengruppenverkäufe durchzuführen. So, jetzt habe ich hier lang genug geredet, jetzt gehen wir in die Praxis. Ich gehe jetzt auf die Systemeinstellungen, gehe auf Verkauf und habe hier Leistungsmerkmale. Hier haben wir Warengruppenartikel und also der gleichen Preise zusammenfassen. Wenn Sie dieses Häkchen gesetzt haben und jetzt eine Warengruppe auswählen, ich drücke jetzt die Steuerungstaste und klicke auf Herrenhosen, dann haben wir sofort hier die Warengruppe, also die Eingabemöglichkeit für die Warengruppe Herrenhosen. Dann sage ich, ich verkaufe hier eine Herrenhose für 100 Euro. Okay? Jetzt verkaufe ich eine erneute Herrenhose, ja, an den gleichen Kunden, die kostet bloß 50 Euro. Okay? Im Übrigen, diesen Verkaufsmehrwertsteuersatz, das ist der Mehrwertsteuersatz, den Sie in den Einstellungen oder im Stammmenü der Warengruppen hinterlegt haben, für die Herrenhosen zum Beispiel. Wenn Sie bei den Herrenhosen gesagt hätten, ja, das hat 7% Mehrwertsteuer, dann würde hier 7% drinstehen. Sie haben an dieser Stelle aber auch die Möglichkeit, einen abweichenden, also einen vom Standard abweichenden Mehrwertsteuersatz auszuwählen. Okay? So, jetzt klicke ich auf OK. Jetzt wird es interessant, wenn der Kunde nun eine weitere Hose kauft oder einen Blumenstock, ist ja egal was, also einen Artikel, den Sie bereits in der Kasse drin haben oder eingegeben haben und Sie haben diese Optionen, Systemeinstellungen aktiviert, dass Sie sagen, gleiche Artikel und gleiche Preise der Warengruppe zusammenfassen, passiert nun Folgendes. Ich gehe hier auf Herrenhosen, ich sage ein Stück für 100 Euro. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt wird hier oben, jetzt schaut Wabi Profi 3 nach, gibt es den Artikel, also die Warengruppe Herrenhosen schon, mit dem Preis von 100 Euro. Sollte es den noch nicht geben, dann fügt er den einfach ein und sollte es diesen Artikel bereits geben, wie in unserem Beispiel, erhöht Wabi Profi 3 die Stückzahl von bestehende Stückzahl plus neue Stückzahl. Machen wir das gleiche Beispiel nochmal, ich sage Herrenhosen, Stückzahl eingeben, ich sage jetzt mal 2 Stück, okay. Dann sollte uns nun in der oberen Liste der Artikel, wo jetzt 2 steht, sollte dann 4 sein. Ja, und genauso ist es. Wir haben jetzt hier 4-mal eine Herrenhose für 100 Euro verkauft.